Meinetzhuts Lieblingszitate. Christoph Hennig, mein Name, und ich gehöre zu einer Initiative, die in Freiberg ansässig ist. Dialog für unsere Zukunft heißen wir. Und wir haben uns im Jahr 2021 zusammengefunden aus den Reihen der Montagsspaziergänger oder aus den Reihen des Montagsspaziergangs, den es in Freiberg gibt, um mit politisch Verantwortlichen ins Gespräch zu kommen. Das ging dem also sozusagen voraus. Wir sind dann eingeladen worden und haben uns da eben zusammengefunden. Und diese Ausstellung, die wir hier betreiben, die heißt Zitate der Schande. Und das ist jetzt das, wo wir immer mal unterwegs sind und Leute versuchen, in die Diskussion zu bringen. Leute von der Straße, vor allem Leute eben, die auch nicht unbedingt aus unserer Blase kommen. Vor allem wollen wir eben die anderen mit den anderen ins Gespräch kommen. Und da bietet sich's an, diejenigen auch mal mit Aussagen zu konfrontieren, die von politisch Verantwortlichen getroffen worden sind, von Leuten des gesellschaftlichen, des öffentlichen Lebens. Und das machen wir jetzt aktuell, und das ist hier Sinn, Zweck der Sache. Pirnaer haben das heute mal. Gab es denn schon Prominente, die sich zur Diskussion mitgestellt haben, oder sagen wir mal, die ein bisschen mehr im öffentlichen Leben stehen? Oder gibt es da niemanden, der sich da so ein bisschen rangetraut hat? Zur Diskussion direkt gestellt vor Ort bei der Aktion selbst. Da haben wir das nur auf lokaler Ebene, also nicht wirkliche Prominenz, aber Leute, die wir ja auch zitiert haben, ja. Und dazu ist es auch schon Thema gewesen in einer Diskussionsrunde mit dem Bundespräsidenten. Also der Herr Steinmeier, der war im November letzten Jahres in Freiberg, und da war auch ein Vertreter oder zwei Vertreter unserer Initiative im Gespräch mit ihm. Und da wurde das halt auch angesprochen. Ja, war unser Bürgermeister mit dabei und der Herr Steinmeier eben. Und es wurde von ihm auch angesprochen, dass er da ja auch zitiert worden wäre. Aber kein Positiv-Negativ-Kommentar, keins von beiden, oder? Naja, im Gesamtkontext dieses Besuchs war halt bestimmt nicht so begeistert. Also es hatte sich nochmal die Gelegenheit ergeben. Wir hatten ja da in diesem Gesamtkontext dann auch noch eine Kundgebung gemacht, und ich hatte ihn dann zufällig auch nochmal getroffen, habe ihm dann eine Rücktrittsforderung übergeben, die davor auch artikuliert wurde auf unsere Kundgebung. Ich denke mal, er hat das schon alles schon registriert, wurde ihm auch ganz sicherlich umfänglich zugetragen, was wir da so machen. War das ganz sicherlich, wurde das von ihm registriert. Aber schlaflose Nächte wird er deswegen wahrscheinlich nicht haben. Er wird ganz sicherlich keine schlaflosen Nächte gehabt haben dadurch. Okay, wie viele Leute waren denn so an dem Projekt hier überhaupt beteiligt? Weil das ist ja wirklich immense Arbeit. Naja, es ist so, wir gehört ja immer viel auch dazu, Aufbau und so weiter. Und da haben wir natürlich auch immer viele Leute, die da dann mit aufbauen und ja. Und wer hat das gesammelt alles? Also das habe ich tatsächlich gemacht. Tatsache! Ja, genau. Ich habe das so ein bisschen zusammengestellt. Man muss ja natürlich sagen, der inhaltliche Hintergrund ist, dass es so eine Zitatesammlung gab von einem ehemaligen Journalisten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Hubertus Müller-Ulrich heißt der. Ich hoffe, ich habe diesmal den Namen richtig behalten. Der aktuell auch ein Radioprojekt macht, Kontrafunk. Mhm. Und der hat einfach mal so sich gedacht, ich sammle mal die ganzen Zitate und stelle die mal auf eine Webseite. Und das war, glaube ich, so die erste größere Aktion. Ging auch auf Twitter, hat das Verbreitung gefunden unter dem Hashtag Ich habe mitgemacht oder Wir haben mitgemacht. Ich glaube, ich habe mitgemacht. Mhm. Und daraus sind dann verschiedene Sachen entstanden. Ein Journalist, Markus Klöckner, der hat ein Buch geschrieben dazu, was auf der Spiegel-Bestsellerliste gelandet ist. Er möge die Republik mit dem Finger auf sie zeigen. Das ist selbst auch ein Zitat, was wir hier auch dabei haben. Da dürfen wir sagen, dass wir
ein bisschen früher dran waren mit unseren Plakaten. Also wir haben sozusagen das übernommen und haben gedacht, okay, wir müssen einfach mal auch, vor allem auch unsere lokalen Verantwortungsträger, die uns ja auch Dinge gesagt haben, die unglaublich sind, das müssen wir einfach mal der Öffentlichkeit, an die Öffentlichkeit bringen. Und damit wir eben auch die außerhalb unserer Blase erreichen, hat sich das dann mit dieser Idee, dieser Plakataktion ergeben. Ist die AfD die einzigen, die sich hier parteimäßig dafür interessieren, oder gab es auch augenscheinlich andere Parteien, die sich hier... Ja, also konkret, wir hatten vorletzte Woche in Freiberg die Ausstellung gemacht, und da tauchen dann ja immer mal auch Leute auf von, ich sag jetzt mal, von der anderen Seite. Unter anderem die Stadtratsvorsitzende der Grünen, und wir haben bei der Gelegenheit mal ein Gespräch vereinbart, findet morgen statt. Mhm. Also die nehmen das wahr. Die sind schon interessiert. Mhm. Also das ist auch so, wir bekommen ja jetzt nicht Massen. Die Leute laufen vorbei, nehmen das auf, man bleibt mal stehen, schaut sich das an, und einige kommen halt auch in die Diskussion. Aber was wir vor allem auch bekommen, Sie können ruhig aber zuhören, kein Problem. Jedenfalls, da ist es halt so, dass wir schon gute Gespräche bekommen mit denen wir es eigentlich erreichen wollen. Ne? Also, wir erreichen nicht die Masse, aber wir erreichen das Zielpublikum. Das habe ich schon so festgestellt. Also Leute, die eben zitiert werden, die waren da, schicken manchmal auch Leute vorbei, Verwandte, um das mal abzufotografieren, um das zu überprüfen, ob das alles stimmt. Insofern hat das schon, verfehlt das nicht ganz seine Wirkung. Es sieht man eigentlich so richtig, wenn Leute hier kommen, die vielleicht nicht so in unserer Blase, sagen wir es mal so, sind, sondern die sich wirklich da so ein bisschen vielleicht erschrecken, weil sie sich einen Spiegel vorgehalten fühlen und dann vielleicht doch wieder gehen? Ich habe es tatsächlich heute, weil ich vielleicht auch noch mit anderen Dingen hier beschäftigt war, nicht so erlebt, aber bei den bisherigen Veranstaltungen, wo ich jetzt mit dabei war, auch nicht nur in Freiberg, habe ich das erlebt. Also das merkt man, bekommt man dann auch sofort mit. Ne? Und das ist ja auch immer das Reizvolle, also dass man eben vor allem mit denen ins Gespräch kommt. Immer mit den Leuten, die es genauso sehen, sich darüber zu unterhalten, bringt ja einen auch nicht weiter. Aber die artikulieren dann schon auch sehr schnell, dass sie das irgendwie ablehnen oder... also wir haben zum Beispiel in Freiberg ein Zitat nochmal auf einem großen Banner auch ausgestellt. Da haben wir eben, ich sag's jetzt mal, unser Gegenbündnis zitiert. Und da haben die sich ertappt gefühlt. Ja. Das war, das Zitat lautete, kein Vergeben, kein Vergessen, was einmal geschehen ist, es wird wieder geschehen. Und das ist in die Gesamtaussage ist also, da hat dieses Gegenbündnis einen Holocaust-Überlebenden zitiert, und wir haben dieses Gegenbündnis zitiert, und ich habe natürlich dann auch noch argumentiert, dass eben eigentlich die anderen für sich etwas in Anspruch nehmen, und und da fühlen sie sich halt ertappt. Ja, das ist halt problematisch, wenn ich mich sozusagen als Opfer präsentiere und gar kein Opfer war, denn nur das Opfer eines Verbrechens kann eben nicht vergeben. Das ist eine individuelle Sache, und das habe ich dann eben dargelegt, und ich hatte schon den Eindruck, dass da so eine Irritation da ist. Ja, so ganz astrein ist das, was wir da gemacht haben, auch nicht. Ne? Und das ist ja der erste Schritt eigentlich, wenn man es jetzt mal so nimmt. Ne? Ist ja der erste Schritt. Genau. Wenn man schon auf Augenhöhe doch irgendwo kann miteinander umgehen. Ja. Ne? Gab es denn auch Leute, die jetzt speziell auf Sie zugekommen sind und die sich das nochmal haben von Ihnen erklären lassen? Ja, also meistens, also jetzt in Freiberg zum Beispiel, da ist es natürlich dann schon so, dass die dann mich auch kennen. Und entweder gehen sie deswegen gleich weiter
oder aber sie suchen eben das Gespräch mit mir und dann kriegen sie das dann eben so zu hören. Es ist auch so, dass ich, ja, dass es dann heißt, ja, komm mal bitte dazu, erklär das nochmal, weil ich natürlich die Plakate gemacht habe und natürlich dann auch den Kontext kenne. Wo können denn andere Leute noch diese Ausstellung sehen? Sie haben das jetzt in Pirna? Da gab es heute schon so Andeutungen, dass das wieder mal hierher kommt auch. Und sonst in Freiberg zu sehen, oder? Ja, wir haben das in unregelmäßigen Abständen in Freiberg, also es war bisher in Zwickau, in Plauen und also im Vogtland, dann auch nochmal in Adorf. In Erfurt waren wir auch schon, in Weimar gibt es eine Initiative, die das mal nachdrucken will. Wir haben also auch ein paar Initiativen, die das nachgedruckt haben in Bayern, im Allgäu und in Franken. Die sind auch also mit diesen Plakaten unterwegs, etwas in kleinerem Format, machen da auch parallele Ausstellungen. Bamberg waren die zuletzt, es kam mit sehr interessanten Gesprächen auch dort. Da komme ich auch noch mal kurz drauf das ansprechen. Gerne. Also dort, gerade in Bamberg war das, oder in Coburg war das, da sind dann eben auch sofort die Herrschaften von der SPD aufmerksam geworden und haben das dann natürlich auch entsprechend kommentiert. Und das sind ja diese Pfade, ne? Da wird es dann weitergegeben und da gibt es die und diese Plakate und da haben die den zitiert und also ich denke schon, dass da... Das ist so wie stille Post. Wie stille Post und man kriegt das ja dann auf über Umwege, erfährt man das dann, ja, die alle schon davon auch wissen. Wenn man jetzt sozusagen das für seinen Ort möchte auch, könnte man Sie kontaktieren und gerne. Sie da vielleicht mal sagen, wo man sich direkt hinwenden könnte? Ja, wir haben hier auch, das habe ich jetzt leider nicht so, ich halte mal eine Visitenkarte. Ja, das ist sehr gut. Genau. Ja, also unsere Initiative heißt Dialog für unsere Zukunft. Ich weiß nicht, ist vielleicht alles ein bisschen klein, aber geht, ne? Super. Gut, danke. In Freiberg sitzen wir und da kann man uns per E-Mail kontaktieren oder über Telegram. Da wird man fündig, also wenn man Log und Freiberg eingibt. Könnte man Sie sozusagen mal buchen auf, irgendwo, ja, also irgendwo? Ja, muss man vielleicht noch dazu sagen, das ist ja alles ehrenamtlich sozusagen, müsste man dann irgendwie sich einigen. Ja, also die einfach kontaktieren und dann tauschen wir uns mal aus, was angedacht ist. Mhm. Klar, also unsere Plakate, die geben wir da auch mal raus. Wir haben auch noch in Freiberg, das möchte ich bei der Gelegenheit loswerden, den Verein, das Freiberger Forum. Das sind viele Akteure unserer Initiative dort auch aktiv, ich auch. Und wir machen es in der Regel so, dass wir dann um Spenden auch an das Forum bitten. Ja, also wir haben in dem Freiberger Forum sozusagen die Arbeit drin. Ein seriöses Standbein, wenn man das so sagen will, wo wir eben auch Leute einladen. Hatten jetzt neulich Hans-Georg Maaßen zu Gast und Peter Hane hatten wir auch bei uns. Und gab es denn schon mal massiven Gegenprotest gegen die Situation, gegen die ganzen Plakate, überhaupt gegen? Nee, gegen die Plakate nicht. Die sind ja auch, möchte ich vielleicht auch noch mal dazu sagen, die Plakate geben ja nur wirklich Zitate wieder, die Realität wieder. Wir haben es auch mit Quellen hinterlegt. Die Quellen sind auch in allererster Linie Mainstream-Medien, so würde ich es bezeichnen, oder Leitmedien, die öffentlich-rechtlichen und die großen Tageszeitungen. Und da ist nichts, was sozusagen man finden kann. Also, ja, das ist ja schon erstmal ein gutes Zeichen. Na, dass sozusagen da nie erstmal, dass man nie Angst haben muss, dass sozusagen Plakate zerstört werden oder irgendwo, dass es da in die Richtung. Also wir wollen es auch ganz gerne mal in Leipzig machen. Ja, dort ist es natürlich gefährlich, gefährliches Pflaster. Genau. Also wenn jemand aus Leipzig nochmal mithört, da würde ich auch nochmal selber mit hinkommen. Also wir haben auch schon. Also ich könnte jemanden, der da sicherlich auch das filmisch begleiten würde. Ja, also der Sebastian. Der Sebastian, genau. Sebastian Weichreiter. Weichreiter hat uns hier auch schon bei mehreren Aktionen, auch bei uns hier mit dabei, in Freiberg, in Erfurt war er mit. Das ist gut. Genau.
Das wir haben ja in Freiberg auch den Simon. Der Simon aber, genau. Der heute in Chemnitz ist. Der heute in Chemnitz ist und der das aber auch hier immer mit begleitet. Hat auch mal in Coburg, ist immer nach Coburg gefahren. Das sind ja gute Aussichten. Und umso mehr das zugänglich wird, umso mehr Leute vielleicht doch mal einen Blick drauf werfen, genau. Ist vielleicht auch dann das Aufwachen irgendwann vielleicht gegeben. Ja, also darum geht es uns. Ne? Es geht uns darum, dass Leute wenigstens mal Kenntnis nehmen und vor allem die wirklich mal so innehalten. Und also wir hatten auch schon Situationen, auch so vor Plakaten, also wo einen das selber dann auch stark bewegt. Also ich kann mich erinnern, vor ein paar Wochen, eine Frau, die ist eine Lehrerin, war das, die hat vor den Plakaten gestanden, die hat geheult. Die hat das alles, die kannte das auch alles, aber die hat das nochmal mit ihrer eigenen, die hat mir dann nochmal erzählt, was sie auch erlebt hat in der Zwischenzeit. Und also das war beeindruckend eigentlich, ja. Ne? Das kann ich mir vorstellen. Ja, jetzt geht es schon wieder zum Abbau, wie ich das gerade hier so sehe. Ja, scheinbar, ja. Das ist schon wieder soweit. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen. Ich danke Ihnen. Ich hoffe, ich treffe Sie noch mal irgendwo und werde es gerne weiterempfehlen. Ich würde Ihnen auch gerne hier dieses Video machen und auch Ihnen gerne zukommen lassen, wenn Sie das wollen. Gut, okay. Freut mich sehr. Ne? Vielen Dank. Ja. Danke fürs Gespräch. Ja, danke gut. Auch. Ne? Tschüss. 5 nach 12 TV. 5 nach 12 TV, genau. 5 nach 12 TV. Ja. Wenn wir es nicht schaffen, die Ausbreitung der Krankheit mit diesen Maßnahmen zu verlangsamen, werden wir noch weitreichendere Entscheidungen treffen müssen. So eine Art Impfzwang. Ich will mal deutlich sagen, das ist Unfug. Niemand wird in der Bundesrepublik Deutschland gegen seinen Willen geimpft. Und auch dieses Gerede, dass diejenigen, die sich nicht impfen lassen, aus welchen Gründen auch immer, ihre Grundrechte verlieren sollen, ist genauso großer Unsinn. Das ist eine absurde und bösartige Behauptung. Wenn jeder von uns ein Stück weit zurückdenkt, was er in Deutschland schon erlebt hat, werden wir feststellen, es ist auch bar jeder Vorstellung. Du warst ja jetzt schon länger da. Ja, also wir haben heute hier eine Ausstellung gemacht in Firma. Das muss ich jetzt vielleicht wahrscheinlich nicht nochmal sagen, aber sag. Und ich hatte der Vivian schon einiges erzählt zu unserer Ausstellung und wir haben uns jetzt noch mal ein paar Plakate rausgesucht. Vivian fragte ja direkt auch nach Herrn Kretschmer, weil wir auch den hier mit verewigt haben. Genau. Und dann sind noch zwei Zitate aus Freiberg, zu denen ich noch was sagen kann. Ich fange mal an mit den hier aus Freiberg. Genau. Du kannst ja noch ein bisschen was zum Herrn Kretschmer sagen. Ich kann ja dann Kretschmer übernehmen. Genau. Ja, also ich habe halt zu Beginn ging es ja auch darum, vor allem mal auf Aussagen zu reagieren, die wir selber auch wahrgenommen haben in Freiberg. Gab es eine Aussage von unserem Bürgermeister, den haben wir jetzt hier nicht dabei. Der hat sinngemäß gesagt, Regeln müssen einfach eingehalten werden, ja, auch wenn sie dem gesunden Menschenverstand zuwiderlaufen. Und dann gab es eben noch so ein paar Aussagen, die mich wirklich an unserer Welt haben zweifeln lassen, dass dann, da kann irgendwas nicht mehr stimmen. Die eine Aussage, die war, wir wären schon weiter, wenn wir eine Demokratur, eine Mischung aus Diktatur und Demokratie hätten. Und die stammt eben von einem Aktiven in einem linken Bürgerbündnis. Du bist immer fleißig. Und das hat er in einer freien Presse kundgetan, in unserer Regionalzeitung. Und dem wurde nicht widersprochen. Ja? Also der hat sich gewünscht, dass wir sowas bekommen wie in China. Und das Ganze ist mir nochmal anderweitig begegnet, ja, diese Verbindung auch zu China. Das hat ein Mitarbeiter der Uni zu mir gesagt, ich wünsche mir bei uns mehr chinesische Verhältnisse, wo einfach das gemacht wird, was die Obrigkeit vorgibt. Und das war für mich wirklich so ein Punkt, da habe ich gedacht, jetzt ist das auch bei uns angekommen, auch in Freiberg. Ja. Also es ist nicht nur irgendwo bei Personen, denen man nicht begegnet, sondern im direkten Umfeld. Und
das war sozusagen die Zitate, die mich persönlich auch stark berührt haben. So, und jetzt gibt es noch mal eine Aussage hier, genau. Ganz speziell. Also ich höre es jetzt bei den Ausstellungen immer wieder, dass die Leute sagen, gut, dass ihr es nochmal sammelt, man hat es schon fast wieder vergessen. Ne? Und mich berühren eigentlich ganz viele, also bei der letzten Ausstellung konnte ich mir gar nicht so viele anschauen, weil es mich komischerweise wieder sehr aufgewühlt hat. Ne? Aber was ich jetzt so von der menschlichen Ebene auch nochmal am krassesten finde, ist zum Beispiel dieses Zitat von Herrn Kretschmer, wo er da mit einer so einer verbiesterten Vehemenz da sagt, es wird keine Impfpflicht geben, das ist eine bösartige Unterstellung, wo man eigentlich das Zitat von Lauterbach nebenhin stellen müsste, wo er sagt, ja im Endeffekt lässt sich auch, wenn die Impfpflicht kommt, ja jeder freiwillig impfen. Also das ist für mich doch eigentlich schon so eine Mischung aus, ja, Orwells 1984 und ein bisschen Stasi-Methoden. Ne? Also für mich ist auch vieles so undenkbar gewesen und ist es immer noch. Ziehen Sie uns wieder. Naja, gut. Ne, gut, nehmen wir sie weg. Also was so Einzug gehalten hat an absurden Maßnahmen, an absurden Aussagen und überhaupt an Dingen, die man sich vor 3 Jahren einfach nicht hätte vorstellen können. Er hat aber ständig seine Meinung geändert. Ne? Er hat ja ständig eine Aussage getroffen und die dann irgendwo versucht wieder zu relativieren irgendwo. Ja. Ich fand das auch sehr krass, als er gesagt hat, was wir überhaupt wollen, das noch einmal hier alles zu benennen. Man sollte das doch vergessen. Ja. Das war für mich eigentlich der Punkt, wo ich gedacht habe, geht gar nicht. Ja, also ich meine, es sind Sachen passiert, wo man sagen muss, das hat strafrechtliche, das müsste strafrechtliche Konsequenzen haben. Es sind Milliarden verschwendet worden für nichts und wieder nichts. Das sind die Kinder in ihr Leib und Leben, in ihre Entwicklung nachweislich gestört, behindert worden. Suizidraten bei Kindern. Alte sind alleine gestorben und dann bekommt man dann die Aussage, wir müssen uns viel verzeihen vom Sparen, genau. Oder lasst es mal jetzt, wir gucken jetzt mal nach vorne. Ne? Also ich meine, man muss jetzt mal gucken. Ne? Ich glaube nicht, dass es viele gibt, die darauf angesprochen verziehen haben. Ich meine, Verzeihung geht ja auch außerdem vom Opfer aus, von dem Geschädigten. Und die wirklich geschädigt waren, ich glaube nicht, dass die verziehen haben. Also da ist dieser Groll, diese Spaltung. Es wirkt ja auch nach, es wirkt ja auch noch leider lange nach. Das löst sich ja nicht in Luft Nein. auf. Ne? Und es geht ja schon wieder los, wenn man mal so sagen muss. Ne? Ja, ja. Leider. Ja, ja. Ob denn auch jetzt wieder viele mitmachen werden, wenn das wieder Thema wird? Nee, oder? Also wir haben jetzt in Freiberg eine Schule, in der schon wieder Maskenpflicht besteht, wenn die Kinder vom Klassenzimmer zum Buffet gehen. Das ist wohl jetzt schon ziemlich gesichert. Der Christoph will heute Abend noch einmal das irgendwie abklären. Ein anderer Schüler, der bleibt dann im Zimmer, weil er die Maske nicht tragen möchte. Der frühstückt dann alleine im Zimmer. Ne? Ich meine, ich bin der Meinung, es gibt sicherlich auch in Kontroversen, ja, wir sollten da nicht anrufen bei der Schule und sollten das dem Abgeordneten Rolf Weigand machen lassen. Also ich bin der Meinung, Protest, ziviler Ungehorsam muss immer auf allen Ebenen, aus allen Rohren, zu jeder Zeit geplant, erwartet, überraschend, aus allen Rohren, auf allen Ebenen kommen. Ich denke, wir sollten hier von vornherein sofort gegensteuern. Die Eltern trauen sich das nicht. Ne? Aber die haben es doch alle schon mal erlebt. Die müssen es doch jetzt viel einfacher eigentlich in die Aktion kommen. Ja, aber ich meine, wir haben auch diese Mechanismen gehört, dass Kinder dann alleine draußen im Winter einen Tisch hingestellt bekommen haben und dort eine Klassenarbeit schreiben mussten. Dass die gemobbt wurden und ausgegrenzt und vor der Klasse bloßgestellt wurden. Ich meine, da hat jeder natürlich einen anderen Umgang überhaupt damit, aber wenn es um die eigenen Kinder geht, ist man ja dann einfach nochmal empfindlicher. Ja, aber dass man das zweimal denselben Fehler machen würde, also ich verstehe es auch nicht, weil ich würde zu den Eltern gehören, die das Kind dann rausnehmen. Wir haben ja einige in Freiberg, die ihre Kinder rausgenommen haben, auch dann, als die Schulpflicht wieder da war und die nach wie vor noch mit Prozessen überzogen werden, plus mit Bußgeldern. Wo sind die Elternräte, wo sind die Elternaktive, wo sind die Elternsprecher, wo sind die Schülersprecher und alles? Wo sind die, die vor Jahren doch eigentlich sehr aktiv waren? Ja.
noch vor Corona waren sie doch sehr aktiv eigentlich an Schulen. Ja, Vivian, man fragt sich überhaupt, wo ist die ganze Zivilgesellschaft? Ja. Wo ist die Kirche, wo sind die Gewerkschaften? Ja, später wird man wieder sagen, am Ende, ja, eigentlich heute sagt man, wäre den Anfängen, und später wird wieder jeder sagen, ich habe da nicht davon gewusst. Na, heute sagt man, ich wäre den Anfängen, und nie wieder heute sagt man, das ist eine unzulässige Verharmlosung des Holocaust oder des Dritten Reichs oder antisemitisch. Also genau. Man wird mundtot gemacht auf eine Art und Weise, die wirklich erstaunlich ist. Das stimmt. Ja, also man kann nur hoffen, dass es nicht mehr so viele gibt, die da wirklich in dieses gleiche Horn reinblasen, die mehr Vernunft und Verstand zeigen, den gesunden Menschenverstand vor allen Dingen. Na, weil wenn man sich jetzt anguckt, was EG, diese neue Grippe da eigentlich beinhaltet, nichts wie Husten, Schnupfen, Heiserkeit, das kennen wir eigentlich schon von Kindheit an. Ja, das ist natürlich schlimm. Das ist natürlich schlimm, und ich denke, wir, die wir immer noch aktiv sind und dauerhaft Widerstand leisten, geleistet haben, wir müssen wieder vorlegen. Das, was da mit dem Pandemiegesetz an Entrechtung eigentlich der ganzen Parlamente, der ganzen Nationalstaaten auf uns zukommt, das wird schrecklich. Wenn das einmal unterschrieben ist, ich glaube, dann brauchen wir nicht mehr auf die Straße gehen. Es ist ja unterschrieben. Ja, aber im Mai tritt es in Kraft. Ja, nächstes Jahr im Mai soll es in Kraft treten. Und wenn bis dahin sich nichts tut, brauchen wir auch nicht mehr. Weil ich denke mal, was will man da noch tun? Müssen wir trotzdem, Vivian? Also ich war ja in Berlin, wie das Infektionsschutzgesetz das erste Mal verändert wurde. Und da war auch so eine junge Frau, die hat eigentlich richtig, war den Tränen nahe und hat gesagt, das ist jetzt durchgekommen, jetzt ist alles vorbei. Nee, da war noch nie alles vorbei. Naja, wir können auf eine andere Regierung hoffen, dass sich da was ändert vielleicht. Das würde ja schon viel helfen, um manche Sachen zu stoppen, zu verlangsamen, zu verändern, das wäre schon eine Möglichkeit. Aber dazu müssen die Leute in die Aktivität kommen. Ja, denke ich auch, Vivian. Ich denke, die Parteien helfen uns hier nicht endgültig, weil die können auch nicht jetzt die Bundesrepublik aus den Angeln heben. Das ist richtig. Ich denke, wenn der Druck von der Straße nicht da ist, der ist ja noch da. Ja, und Gott wenn der nicht wieder größer wird, wenn wir jetzt da anfangen, auch mit dem Pandemiegesetz, es müssten alle auf der Straße sein oder 30% der Bürger müssten eigentlich lautstark produzieren. Ja, man müsste es vielleicht auch mehr Leuten wieder zugänglich machen, in die Briefkästen stecken und sowas, dass vielleicht doch der eine oder andere überhaupt weiß, um was es geht. Ich denke mal, wenn man Leute fragt, die wissen eigentlich gar nicht, um was es geht. Nee. Vivian, natürlich, du hast recht. Ich denke, die Information ist wichtig und das Aufrütteln und das Mut machen und so weiter. Aber wer hat denn uns informiert? Wer hat uns aufgerüttelt und wer macht uns Mut? Okay, wir machen uns gegenseitig Mut. Ne? Genau. Aber ich denke, weißt du, bis zum gewissen Grad, wenn die Leute nicht wirklich aus dem Knick kommen, dann läuft es eben so. Dann wird es alles so kommen, wie wir das fürchten. Das ist ja schon viel ist einfach eingetreten, wie wir das fürchten. Und dann können wir es nur hinnehmen und versuchen, das Beste draus zu machen. Und ich denke, wir sind wahrscheinlich die ein bisschen klarer kommen damit, weil wir ja vorbereitet. Wir sind schon lange dabei. Wir sind vorbereitet. Genau, wir sind vorbereitet. Uns trifft es jetzt nicht so hart. Ja, uns wird es auch hart treffen. Aber zumindest nicht so hart, wie es manchen treffen wird, der bis jetzt alles geleugnet hat. Ja. Die trifft es am Ende härter. Ja. Wir haben uns. Wir haben so viele Leute neu kennengelernt. Das haben wir immer wieder auch, sagen wir das, bei Treffen und so. Ne? Wir hätten uns man stärkt sich gegenseitig. In dieser Kombination. Genau. Ne? Und das ist wirklich auch so ein persönlicher Gewinn gewesen für mich. Man stärkt sich gegenseitig auch. Denn es geht ja jedem auch mal schlecht. Ja. Oder jeder hat mal seine Hängephasen. Und da ist es immer gut, Leute wieder zu haben, die einen dann vielleicht auch wieder ein bisschen unter die Arme greifen und ein bisschen Mut machen und Einfach, dass es noch ein paar gibt, die klar denken. Ne? Genau. Also ich meine, das ist ja wirklich irre, was da für eine... Man hat viele Freunde verloren, aber auch sehr viele neue Freunde dazu gewonnen. Ja. Muss man ja so sagen. Das muss man schon so sagen. Das ist auf alle Fälle, die Leute, wie du sagst, wir waren beim Du, ne? Genau. Die hätte man so vielleicht gar nicht kennengelernt sonst. Wo hätten wir uns kennengelernt? Nee, es hätte keine Schnittpunkte gegeben wahrscheinlich. Ich bedanke mich ganz herzlich. Okay, Vivian, alles Gute. Wir müssen uns wahrscheinlich noch öfter treffen. Wir werden uns auch öfters treffen noch, da gehe ich davon aus. Jetzt geht's auf ein Bier, ne? Auf alle Fälle. Also dann, alles Gute, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ne? Gut, danke. Tschüss. So. Ja, aber jetzt zu einem, den wohl seit Corona jeder kennt. Und das ist der Gesundheitsexperte der SPD, Karl Lauterbach. Karl Lauterbach, Epidemiologe und SPD-Gesundheitspolitiker. Karl Lauterbach. 2G ist das eine und zum zweiten eben Booster-Impfung so schnell wie geht.
Du machst das irgendwie genial. Denn für einen, der nicht hübsch ist und nichts kann, bist du echt ein sehr gefragter Mann, Karl. Man fragt dich wirklich jedes Mal, tritt das Virus in Erscheinung, nach deiner Expertenmeinung. Oh Karl, es ist irgendwie fatal, jeden Tag hast du eine Strähne, machst ins TV als Panik, Sirene. Oh Karl, du warst nicht die erste Wahl, suchte sich die Ampelkoalition, nenn Ersatz für Mutti süßen Sohn. Geht die Prognose auch mal in die Hose, scheißegal, es lebe die Profilneurose, denn was macht ein Irrtum schon, ist man Gesundheitsökonom, das Mund weg lose, schmeißt er sich in Pose und erklärt uns die Corona-Schoße. Und auch wenn wir leider wieder nichts verstehen, haben wir ihn doch bei Markus Lanz gesehen. Karl, Karl, es ist nicht gerade ideal, Karl, ich weiß schon morgens ganz genau, Karl, ich seh dich heute wieder öfter als meine Frau, Karl, Karl, ich denke mir so manches Mal, Karl, wärst du nicht so oft im Flennen, Karl, hören die Weiber dir die Bude einrennen, oh Karl, die Zähne sind nicht optimal, am besten lässt du sie mal richten und gönnst dir dann ein paar Bettgeschichten. Oh Karl, das entspannt dich dann total und so musst du nicht mehr klagen und so einem deine Meinung sagen. Geht die Prognose auch mal in die Hose, scheißegal, es lebe die Profilneurose, denn was macht ein Irrtum schon, ist man Gesundheitsökonom, das Mund weg lose, schmeißt er sich in Pose und erklärt uns die Corona-Schose. Und auch wenn wir leider wieder nichts verstehen, haben wir ihn doch bei Anne Will gesehen. Wie Stahl. Nein, das bist du leider nicht. Und trotzdem hat dein Wort Gewicht. Oh Karl, befrei uns doch von dieser Qual. Denn dein Wahn macht uns krank. Geh zurück auf deine Hinterbank. Oh Karl, mir ist schon alles ganz egal. Du verfolgst mich Schritt auf Tritt und bringst den Rosten auch gleich noch mit. Oh Karl, ich sag es ein für alle Mal, dass ich dich nicht mehr sehen kann. Lieber stecke ich mich freiwillig mit Corona an. Geht die Prognose erstmal in die Hose, scheißegal, es lebe die Profilneurose. Denn was macht so ein Irrtum schon, ist man Gesundheitsökonom. Das Mund weg lose, schmeißt er sich in Pose und erklärt uns die Corona-Schose. Und auch wenn wir leider wieder nichts verstehen, haben wir ihn alle doch im Fernsehen gesehen. Thank you.